Willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Ich bin Marth und hatte eigentlich vor, hier in Sovngarde vielleicht noch einen kleinen Plausch mit meinen Freunden in der Halle der Überlebenden, der Gerechten, in der Halle der Helden von Sovngarde sozusagen zu halten. Leider braucht man dafür einen Schlüssel, die Tür ist abgeschlossen, also werden wir Zun darum bitten, jetzt zurückzureisen. Wenn ihr bereit seid, zu den Lebenden zurückzukehren, dann sagt es mir. Und ich schicke euch zurück. Nun gut. Ich bin bereit für die Rückkehr nach Tamriel. Kehrt jetzt nach Nien zurück mit diesem reichen Lohn von Shaw, meinem Herrn. Ein Schrei, der in der Stunde der Not einen Helden von Sovngarde herbeiruft. Hab Dank, Zorn. Wir sind zurück. Was geht ab? Alle Drachen haben sich versammelt. Die Herrschaft von Alduin ist vorbei. Alduin Malan. Ganz genau. Los Octovakri. Patunax. Du willst auch noch wegfliegen. Ich verstehe es. Du bist frei, Drache. Du bist frei. Es ist geschafft. Alduin Dilon. Er ist nicht mehr der Älteste, der vor allen anderen da war und stets da gewesen ist. Es hört sich nicht so an, als wärt ihr darüber sehr glücklich. Glücklich? Nein, ich bin nicht glücklich. Zechmachrilost und Duul Bormachu. Alduin war einst die Krone der Schöpfung unseres Vaters Akatosh. Ihr habt getan, was notwendig war. Alduin hat sich in seiner Pachlok, der Arroganz seiner Macht, weit vom Weg des rechten Handelns entfernt. Aber ich kann seinen Sturz nicht feiern. Su-Tiras Ach-Ogma. Er war einmal mein Bruder. Diese Welt wird nie wieder dieselbe sein. Tja, die Welt ist ohne Alduin ein besserer Ort. Ich freue mich, dass ihr das glaubt. Zumindest wird sie fortbestehen, Greg Loslein. Selbst ich kann nicht über das Ende der Zeit hinaus auf das sehen, was danach kommt. Nikurav Sim Dinoxetid. Wir müssen mit dieser Welt das Beste tun, was wir können. Aber ich vergesse mich. Crossis. Solos mit Fadon. Melancholie ist eine Falle, in die Andova nur allzu leicht tappt. Ihr habt soeben einen mächtigen Sieg errungen. Zachroth Krongrach, der für den, der Augen zu sehen hat, durch alle Zeitalter dieser Welt erschallen wird. Genießt euren Triumph, Dovahkiin. Dies war nicht das letzte Mal, dass ihr euer Zeichen auf den Strömen der Zeit hinterlassen habt. Goran, so jung habe ich mich seit vielen Zeitaltern nicht mehr gefühlt. Viele meiner Brüder sind
zerstreut. Ohne Alduins Herrschaft beugen sie sich vielleicht der Vazen, der Rechtmäßigkeit meines Tuns. Aber ob sie wollen oder nicht, hören werden sie es. Lebt wohl, Dovahkiin. Fusroda, Patunax. Lebt wohl. Und somit ist die Herrschaft der Drachen zu Ende. Wow. Oder wie? Usa Wundune Wawut Gain. Ich wünsche dem Alten bei seinem Auftrag viel Glück. Doch ich bezweifle, dass viele den Wunsch hegen, Alduins Herrschaft für die Tyrannei von Parthurnax Weg der Stimme aufzugeben. Was mich betrifft, so habt ihr eure Meisterschaft zweifach bewiesen. Turi Dovahkiin, ich erkenne die Macht eures Turm mit Freuden an. Su Odaving, ruft mich, wenn ihr mich braucht. Ich werde kommen, wenn ich es kann. Hab Dank, mein Freund. Stets guten Flug. Nun gut. Wir können einen Krieger von Sovngarde herbeirufen. Wir können einen Drachen herbeirufen. Wir haben Alduin besiegt. Und jetzt? Sind wir oben am Hals der Welt? Und sind eigentlich fertig? Sind wir fertig? Haben wir die Hauptquest von Skyrim hinter uns gebracht? Ist jetzt alles vorbei? Bleiben jetzt nur noch Nebenquests? Es sieht so aus. Aber ich hatte überhaupt keine Wahl, den Patunax zu töten. Wollte ich auch nicht. Hätte ich auch nicht gemacht. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass das jetzt so weit gekommen ist. Gehen wir mal nach Weißlauf und schauen, was die Leute da so zu uns sagen. Die steht hier immer noch rum, hä? Krieger. Lydia, hey! Ihr braucht etwas? Lass mich in Ruhe. Ich muss gerade... Lydia, ich hab dich vermisst. Weißt du, wir haben die Drachen besiegt. Wir sind durch mit Skyrim. Jetzt können wir beide uns doch eigentlich so ein bisschen zurückziehen. Einfach nur du und ich. Ein bisschen Ruhe. Was? Hey, okay, ich hab's verstanden. Gut, Entschuldigung. Ja, vielleicht ein bisschen... Ihr braucht etwas? Weiß ich nicht. Ja, Lydia, dann nicht. Dann sei Maitane und schlepp mein Zeug. Schau nicht so komisch. Verdammt. Keine Chance bei den Frauen als Elf. Keine Chance. Dann werden wir jetzt einige Sachen einfach ablegen. Ich will den Kampf nicht aufgeben. Das Spiel ist zu Ende. Wir sind durch, aber... Als Dovahkiin ist man doch immer... in einem steten Kampf. Ist man doch immer dazu angehalten, Gutes zu tun, regelmäßig. Und nicht einfach sein Leben in seinem Brezenheim zu verbringen. Die letzten Tage, die man hat. Aber sie werden vermutlich länger sein, als es sich manch einer wünscht. Wir legen uns einfach mal schlafen. Es wird wieder Zeit, dass wir mal richtig gut ausschlafen. Mal so richtig. So lange haben wir nicht mehr geschlafen. Tage, Wochen, Ewigkeiten nicht. Das war gut. Und Lydia steht dort und beschützt mich. Die Drachenrüstung steht dir gut. So ist das halt, wenn man eine Frau hat, die keine Komplimente abkann. Sie steht nur da und guckt. Und sagt uns sonst nichts. Einfach nichts. Na, Sean? Hier sind ja wahnsinnig viele neue Türen hinzugekommen. Hallo? Ja? Was hast du zu verkaufen? Ja, lass mich einen Blick drauf werfen.
5000 Goldstücke hast du. Das eine oder andere können wir dir doch bestimmt geben. Den vielleicht. Oder... Was haben wir denn noch zu verkaufen? Hier, die Vulkanglas-Streitaxt des Animus. Lydia braucht sie jetzt ja nicht mehr. Und Rüstung. Ich habe Rüstung dabei, da träumst du von. So eine komische Maske. Und hier so ein paar Ringe. Die nimmst du doch gern. Eine goldene Halskette. Oh, warum hat Lydia mich verschmäht? Warum will sie nicht mit mir? Ich verstehe es nicht. Alles nur wegen meinen spitzen Ohren? Ich weiß es nicht. Aber so sei es. Wir werden uns also einfach gut. Jetzt auf unsere alten Tage, nachdem wir den Drachen besiegt haben, hier in unserem Dovahkiin Hideout zurückziehen. Oder machen wir weiter? Was machen wir weiter? Wie geht es weiter? Geht es mit Skyrim weiter? Eine gute Frage, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ja. Hi, schicke Rüstung. Bist du auch ein Drachenkrieger? Ich warte. Oh, einhändige Waffen kann ich bei ihm trainieren. Ja, bitte? Und du? Was wollt ihr, kleiner Elf? Ah, das Sprechen kannst du mich trainieren. Ja. Und du kannst was kaufen und verkaufen. Kleiner Elf, weißt du, ich bin hier in meinem eigenen Dovahkiin Hideout, unter meiner Hütte, ja, meine eigenen vier Wände, und dann fragte er mich so hochnäsig, hallo, was macht ihr beiden denn hier, das ist ja nett, knapp bekleidet, noch eine, nichts an, Lydia, das ist doch, also, naja, leider sind es nur Puppen, Lydia ist echt, aber sie will mich nicht. Hey, da muss man gar nicht so blöd rumhusten. Das habe ich im Tresor. Ein bisschen Gold. Sonst habe ich nichts drin. Es gibt so viel, was man sich jetzt noch so machen könnte in Skyrim. Aber es stehen jetzt auch viele neue Projekte an. Es gibt noch viel zu tun. Wir werden noch einige andere neue Spiele anfangen. Aber vielleicht kommen wir auch nochmal zu Skyrim zurück, weil es ist ja doch ein sehr langwieriges Spiel. Oh, hier ist es auch schön geräumig geworden. Habt ihr ein bisschen aufgeräumt in der Zeit, wo ich den Drachen getötet habe? Ein sehr langwieriges Spiel, wo man auf jeden Fall viel noch entdecken kann. Gerade durch die Mods und so kann man auch noch wahnsinnig das Spiel erweitern. War hier nicht irgendwo mal ein Weg unten zum... War da hier? Ja. Ich dachte, da war irgendwo noch ein Weg in so eine Extrakammer. Hat er die rausgenommen? Ach, jetzt steht da oben. Dieser Büstensammelschrein. Das ist doch was. Schau mal, wie unsere komische Maske heißt. Dann können wir eben den nämlich raufdrücken. Die brauche ich ja nicht so. Nakrim, Navagrim. Da ist er. Nee, da. Nee, da. Ja, sieht doch schon gut aus. Ich habe bis jetzt erst einen Drachenpriester getroffen. Das gibt's doch nicht. So viele gibt es und ich habe nur einen getroffen. Nun gut. Kriegerstein. Aha. Schlangenstein. Turmstein. Auf jeden Fall schön hier. Aber eigentlich ist die Folge jetzt auch schon wieder vorbei. Wow. Wo geht's denn hier hin? Unser persönliches Alchemielabor. Aber ihr müsst nicht traurig sein. Oh, Geld. Her damit. Und Fallen. Au! Ich wollte ihn eigentlich deaktivieren. Und nicht aktivieren. Na schön. Aber hier habe ich wahnsinnig viel Erz. Das ist ja toll hier. Sind hier noch mehr Fallen? Hier ist noch eine. Wie löse ich die aus? Wenn ich da hinten drauf trete. Mann, Mann, Mann. Nein, 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 nein. Den Göttern, nein. Lydia. Mein Gott. Was hat dich denn erwischt? Ah! Dieser Stein ist ein Fallenstein. Wie fies. Was? Ja, was? Kommen wir hier jemals lebend wieder raus?
Oh, eine schöne Kiste. Dovahkiin Chest. Dovahkiin's Recall. Hum's little tea, the amulet doesn't seem entirely finished. Yet, but it works. Aha. Nehmen wir es mal mit. Ein paar Urnen, Goldstücken. Haben wir hier eine eigene... Oh Mann, wer liegt denn da? Wer bist denn du? Wächter von Ständer. Der Wächter des Ständers ist tot. Der Körper der Werwölfe. Gut, aber ich verzettel mich hier schon wieder. Ich wollte ja eigentlich jetzt Schluss machen. Was ich sagen möchte, es kommen neue Projekte, es kommen viele neue Sachen. Ich habe da jetzt schon so einiges bestellt. Ab Mai geht's hier richtig rund. Aber ich kann natürlich auch nicht sagen, dass es jetzt das letzte Mal Skyrim gewesen ist. Weil das Spiel geht ja noch irgendwie eine Unendlichkeit. Und vielleicht machen wir die ein oder andere Quest nochmal zusammen. Wir können gespannt bleiben, wie es weitergeht. Mit Marv, dem Elfenblut. Das ist noch eine Kiste. Rolle der Harmonie. Zauberbuch Heldenmut. Ziel wird für 60 Sekunden nicht fliehen. Erhält einen kleinen Bonus auf Gesundheit und Ausdauer. Naja. Und fiese, fiese Fallen sind hier. Gut, dass wir das irgendwie von der Seite gemacht haben. So. Löst er den auch aus? Nein, der löst ihn nicht aus. Nur der. Also springe ich drüber und Lydia hoffentlich auch. Ja, mehr oder weniger. Versuchen wir hier mal wieder rauszukommen. Wie kann man denn so eine Höhle machen mit so vielen Fallen? Oh, hier, was ist Auricalium? Auricaculium. Ich kann es immer noch nicht sagen. Du bist wohl eine fehlgezündete Falle. Au, 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 au. Was denn jetzt noch? Ah, Lydia hat's wieder überlebt. Man glaubt es kaum. Die gute Frau hält ganz schön was aus. Oh nein. Du musst springen, Lydia. Springen. Nicht sterben. Springen. Diese Steine tun ihr schon weh, wenn sie nur drüber läuft. Also dann versuche ich mal schnell hier rauszukommen. In der Hoffnung, dass sie mitkommt. Nein, Lydia. Doch, da war sie gerade. Alles wunderbar. So. Also da geht's in unser Alchemielabor. Hier hinten geht's noch weiter. So, verdächtige Vitrine. Falsche Rückwand. Also ich mache hier fast so ein Review des Dovahkiin Hideouts irgendwie noch mit dabei. Oh, ein Dungeon haben wir jetzt auch. Nee, da gehen wir jetzt nicht rein. Wir haben jetzt genug gekämpft. Wir sind alt und müssen uns ausruhen. Velios Ammon. Aha. Ich bin ein Tarner. Was soll das heißen? Was macht ein Huskarl? Folgt mir, ich brauche Hilfe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das ist ja klasse. Und hier geht's. Himmelsrand. Nun gut. Vielleicht verabschieden wir uns jetzt doch einfach schon. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play mit Marv. Bis dahin. Servus.